Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder von mir ein Primark-Haul und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, das ist meine Tüte und ich zeige euch jetzt gleich mal, was ich alles so eingekauft habe. Über Primark wird sich ja sehr, sehr häufig gestritten. Also viele sind für Primark und sagen, ich gehe da einkaufen. Viele sind dagegen. Gerade was die Produktion anbelangt, ich denke, das muss jeder selber für sich wissen. Der eine achtet auf Fairtrade-Kleidung, ich achte auf tierversuchsfreie Kosmetik und ich denke, da hat jeder so seins, wo er dann drauf achtet und sagt, okay, in diesem Bereich versuche ich alles richtig zu machen. Man kann wahrscheinlich nie alles perfekt machen, aber in diesem Bereich versuche ich alles richtig zu machen. Der eine ernährt sich nur regional und kauft keine Avocado, weil die Transportwege so weit sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, so hat jeder seins. Deswegen bitte, bitte keine Diskussion unter meinem Video. Das wäre echt sehr, sehr nett. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass Primark aktuell sehr viel Reklame macht für Fair Trade Klamotten und Fair Trade Ware. Ja, ob das natürlich so ist, das weiß ich nicht. Ich habe es aber tatsächlich an den Preisen gemerkt. Also ich muss sagen, dass die Preise vom Primark erheblich hochgegangen sind. Also man kann die Ware von dem Preis her tatsächlich mit H&M oder C&A ist, glaube ich, noch günstiger, also mit H&M vergleichen. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt gleich auch sehen. Ich habe insgesamt über 70 Euro ausgegeben und habe gar nicht so viel. Also ich weiß, wenn ich damals im Primark reingegangen bin und irgendwie 50 Euro ausgegeben habe, habe ich so viele Klamotten gekriegt, was jetzt nicht der Fall ist. So, aber das nur ein kurzes Vorwort vorab. Also wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich so eingekauft habe. So, wir beginnen mal mit einer super schönen Weste. Also ich muss sagen, ich habe ja früher immer ganz, ganz viel schwarz getragen und ich mag es gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich trage echt selten noch schwarz oder ja, nicht mehr so gerne. Und daher ja, bin ich jetzt auf so einem Beige-Trip. Und das ist das erste Teil, was ich mir gekauft habe. Und so und zwar ist das so eine wunderschöne Weste mit einem sehr breiten Kragen, der wirklich weit runter geht. Und der ist wirklich sehr lang. Also ich meine, ich bin jetzt 1,80. Daher, ja, ist der bei mir jetzt nicht auf dem Boden, aber bei Mädels unter euch, die vielleicht nicht so groß sind, reicht der wahrscheinlich schon bis zu den Knöcheln. Ja, eine super schöne Farbe in diesem hellbeige und hat hier vorne auch noch, hinten noch eine Schleife. Das heißt, ihr könnt es nach hinten zumachen oder auch vorne zubinden. Das sieht natürlich auch total schön aus. Ja, ein super, super Schnapper habe ich da tatsächlich gemacht. Und zwar ist diese Weste, Westenjacke würde ich dazu sagen, von 23 Euro auf 15 Euro runtergesetzt. Genau, das ist das erste Teil, was ich mir gekauft habe. Dann habe ich mir so einen Oversize-Pulli gekauft. Die sind ja aktuell total modern und ja, ich finde das eigentlich total cool, dass die aktuell so modern sind, weil die sind halt einfach total kuschelig und ich trage sie echt gerne. Und zwar habe ich mir das geholt, auch in so einem Graubeige. Kommt auch sehr gut in der Kamera gerade drüber, die Farbe. Mit einer Frau drauf und hat 9 Euro gekostet. Geht aber ein bisschen kürzer, also ist nicht zu lang. Kann man vorne schön in der Jeans reinpacken. Wie gesagt, ist jetzt nicht so lang, ist ziemlich kurz. Habe ich gekauft in der Größe M und die Weste habe ich gekauft in der Größe L. Dann geht's weiter mit einem auch beigen Pulli. Ich habe tatsächlich fast alles in beige geholt. Ja, genau. So, und zwar ist es dieser wunderschöne Pulli. Das ist ein ganz schlichter Pulli aus so Feinripp. Auch oversized getragen, kann man auch schön über die Schultern tragen. Und ist wirklich länger und sieht auch total cool aus, wenn man das vorne in die Hose reinsteckt. Ich hatte den jetzt sogar schon mal an. Und der ist wirklich sehr, sehr bequem, ist von der Qualität her finde ich den auch wirklich richtig super. So, und den habe ich in der Größe L mir auch mitgenommen, damit der einfach nochmal ein bisschen weiter sitzt.
Und der Pulli hat gekostet 17 Euro. So, dann geht's weiter. Der ist so unheimlich kuschelig, dieser Pulli. Also unfassbar gemütlich. Und zwar ist es auch ein Oversize-Pulli, auch in diesem beige-grau. Und zwar, wie ihr seht, der ist richtig, richtig lang. Den kann man auch richtig cool mit einer Leggings drunter anziehen oder mit einer Strumpfhose, mit einer blickdichten. Das sieht richtig cool aus. Und dann vielleicht hohe Stiefel oder hohe Schuhe oder so. Oder einfach nur Sneakers. Einfach mega. Und da steht dann noch so klein drauf, you are loved. Genau, so sieht's aus. So, und der ist von innen so unfassbar weich. Also der ist so richtig, richtig gemütlich. Auch für Mädels unter euch, die vielleicht sowas jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit tragen wollen oder in ihrer Freizeit, sondern vielleicht auch nur so zum Kuscheln zu Hause, kann ich euch den wirklich sehr, sehr empfehlen, weil der einfach so unfassbar herbstlich, winterlich, kuschelig, vorm Kamin sitzen, Kakao trinken, Buch lesen ist. Habe ich gut beschrieben, ne? Ja. So, und der hat gekostet 15 Euro und habe ich in der Größe L. So, dann habe ich mir noch Schuhe mitgenommen. Und zwar diese wunderschönen Schuhe. Also ich finde die mega. Ich habe ja tatsächlich Größe 41, 42 und ich hasse es einfach, Schuhe einzukaufen. Aber ich habe die sofort gesehen und ich musste sie haben und hatte nur gehofft, bitte, bitte lasst mir sie passen. Lasst mir sie passen. Hoffentlich passt ihr mir. Genau, und ja, die haben gepasst, wie ihr seht, und sie sind einfach auch in diesem wunderschönen Beige mit diesen goldenen Akzenten hier einfach an der Seite, einfach auch richtig, richtig schön, sind nicht gefüttert, also es ist eher was für den Herbst oder einen schönen, wärmeren Wintertag, und haben gekostet 19 Euro. Genau. Richtig schön. Und ich glaube, es hat sogar fast die Farbe von der Weste auch. Ja, die Schuhe sind noch ein bisschen heller, aber ja, kann man super tragen. Boah, wirklich, alles in Beige und Beige-Grau habe ich mir geholt, ne? Ich glaube, so nenne ich auch mein Video. Beige-grauer Primark Tall. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu einer, zu einer schwarzen Sache, die ich geholt habe. Und zwar stehe ich ja so auf Samt und ich habe tatsächlich noch schwarze Samtkissenbezüge, nach schwarzen Kissenbezügen gesucht. Und die haben jetzt zwei Stück 3,50 Euro gekostet. Das sind so kleinere und ich packe sie euch mal gerade aus. Es ist nur einer. Oh, es ist nur einer. Ich dachte, das wären zwei. Ja, das ist aber der Kissenbezug. Also davon muss ich mir dann auf jeden Fall noch eine holen. Und ich finde, ja, Samt, damit kriegst du mich halt immer. Finde ich super, super schön. Hat 3,50 Euro gekostet, ne? Also, ja. Genau. Und insgesamt habe ich bezahlt 73,59 Euro. Ja, und das war's auch. Das war mein kleiner, feiner Primark-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und passt weiterhin auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Vanessa. Ciao!